Aber bevor wir hier im Vorgarten, wie im letzten Video gezeigt, 100 Aufgaben erledigen müssen, machen wir lieber in kleinen Abschnitten was fertig. Da die Hauswand muss auch noch gesäubert werden, deswegen steht die Leiter schon da. Aber das ist auch was für ein anderes Video. Jetzt gehen wir erstmal nach hinten, denn ich möchte ein besonderes Zierbeet wieder fertig machen. Und das machen wir jetzt mal kurz zusammen. Auf dem Weg dahin stellt man fest, die Natur holt sich alles wieder. Hier wollen wir ja eigentlich durch, aber so ist das halt. Der Kinderspielplatz kriegt dieses Jahr auch ein Makeover. Hier der Sandkasten muss wieder gefüllt werden und das wird neu gestrichen. Das wird auch noch eine Mordsarbeit. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir gehen jetzt hier durch und ich zeige euch das besagte Zierbeet. Und zwar ist es zum einen hier, diese Buche soll wieder richtig zugeschnitten werden. Aber hierum geht's. Hier ist ja ein Raisbed oder ein Hochbeet aus Edelrost drin. Und dieses ganze Beet, wie ihr seht, das holt sich die Natur langsam zurück. Aber ich habe hier eine saubere Rasenkante gezogen. Das heißt, das ist sauber getrennt vom Rasen. Aber Unkraut wächst trotzdem. Und deswegen machen wir das jetzt fit. Aber bevor wir das machen, starten wir jetzt erstmal hier mit der Buche. Wie ihr seht, die wird einfach wieder zu einem Standardbaum. Die Natur will ja einfach wieder ihre klassische Form zurückhaben. Aber wir wollen das nicht. Dementsprechend schneide ich den jetzt zu. Dazu brauche ich einfach eine normale Astschere und eine Heckenschere für die äußeren Kanten. Und dafür benutze ich hier so eine Bypassschere. Ich schreibe mal Werbung in der Ecke, weil hier, man sieht ja ganz klar den Markennamen. Aber die kostet irgendwie 12, 13 Euro und leistet einen super Job. Und selbst wenn ich mir einmal im Jahr eine neue kaufen muss, ist das preislich vollkommen okay. Man kann sie hier sichern. Und das ist diese sogenannte Bypass. Also die Messer schneiden nebeneinander her. Es wird der Ast nicht gequetscht, sondern sauber abgetrennt. Damit man eine saubere Schnittwunde hat, die dann auch wieder gut verheilt. Und dann heißt es Schnipp, Schnapp. Ab mit dem Ast. Starten tun wir jetzt hier mit dem unteren Segment. Und schon haben wir das Ganze fertig. Hier unten eine kleine Terrasse gebildet. Genauso wie diese Terrasse hier, die das Ganze sauber macht. Ich gehe mal von unten drunter, damit man das sieht. Also hier eine schmale Terrasse und im hinteren Bereich zwei Ausläufer. Und jetzt gehen wir mal auf das obere Segment. Und schon haben wir uns oben durchgeschnitten. Ich gehe mal für euch auf die andere Seite. Dann sieht man das besser. Jetzt könnt ihr hier sehen, wie der so die einzelnen Terrassen bildet. Der muss jetzt natürlich noch wieder nachwachsen. Und hier oben in dem Gewüst müssen wir natürlich auch noch in den einzelnen Segmenten das abschneiden. Dafür brauche ich aber eine Leiter. Die habe ich jetzt gerade nicht. Heißt, dann machen wir einfach die nächsten Tage weiter. Aber vielleicht mal zum Prinzip. Wenn ihr sowas vorhabt aus einer Hainbuche, das geht aus einer Kiefer, das geht aus einer Zypresse, das geht aus einer Muschel, also es geht aus fast jedem Strauch, der irgendwie einen dichteren Wuchs hat. Wenn ihr sowas vorhabt, erstmal den Strauch nehmen und die einzelnen großen Leitäste sozusagen ein bisschen befreien, dass der so auseinanderwachsen kann. Und wenn ihr dann so eine Form habt, dann müsst ihr halt einfach nur anfangen, alles, was sozusagen über den Terrassen nach oben rauswächst, also sozusagen die Wasserschosser, die müsst ihr dann wegschneiden und dann kriegt ihr hier halt so flache, schöne Terrassen, die von oben dann große Teller bilden und schon könnt ihr so einen ganzen Baum durchschneiden. Und um den Urbaum, also sozusagen um diesen alten Faktor wieder rauszuholen, schneidet er dann bis zum Stamm runter und macht das Ganze frei. So sieht das dann wie ein älterer Baum aus und diese Wolkenform, ich zeige euch das in einem der nächsten Videos, wird sich dann sozusagen über die Zeit bilden. Aber der Baum wächst auch immer wieder zu, man muss also jedes Jahr wieder nachschneiden. Und jetzt von unserem halbfertig zugeschnittenen Baum zum eigentlichen Projekt und zwar diesem hier. Seht euch das mal an, überall wächst hier was zwischen. Ich habe hier auch wirklich lange nichts gemacht, deswegen machen wir das jetzt hier weiter fit. Handschuhe an und los. Da gehe ich übrigens immer gleich vor. Ich reiße als erstes alles Große, was man sozusagen packen und entfernen kann, raus und kümmere mich dann um die Feinheiten. Wie hier zum Beispiel so eine Distel oder was das ist, die kann man hier unten packen und im Ganzen rausziehen, inklusive Wurzel, sodass ich sie dann auch los bin. Und so arbeiten wir uns jetzt weiter. Alles, was sozusagen im Ganzen packbar und entfernbar ist, wird rausgerupft. Dabei machen wir vielleicht auch ein bisschen Unkrautkunde. Hier, das ist Ampfer. Ampfer hat eine extreme Pfahlwurzel, das heißt, da nicht dran ziehen, dann wächst er einfach nach wie Löwenzahn. Da also mit dem Spaten steche ich da gleich neben, breche den um und zupp den raus, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier eine echte Distel, die sind auch eher Flachwurzel mit so einem ganz kleinen Stumpfen. Die können wir also so rauszupfen. Da haben wir noch eine Distel drin, Brennnessel hier. Brennnessel ist auf jeden Fall auch ein Flachwurzler, das heißt, da kann man einfach die Brennnessel abreißen und danach mit einem Dreizack oder so eben die obere Erde durch, um dann die einzelnen Wurzeln rauszuziehen. Und was haben wir hier noch drin?
Rasen bzw. Quecke oder wie sie auch immer heißt, die wurzelt auch nicht wirklich tief und kann man auch so im Schopf packen und hochzupfen. Zeige ich euch hier einfach mal so den ganzen Schopf packen und dann habt ihr unten die Wurzeln dran. Wenn da mal die ein oder andere stehen bleibt, naja, dann ist das nicht ganz so wild. Hauptsache, der grobe Haufen hier kommt raus. Und hier, das China-Schilf, muss ich auch mal einpflanzen. Jetzt hier zum Ampfer, Spaten zwischen reinstechen, einmal hochhebeln und dann können wir uns den mal angucken. Da seht ihr das. Guckt mal, so lang ist die Wurzel von diesem kleinen Ampfer gewesen. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man genau seinen Feind bzw. sein Unkraut kennt und weiß, was die für Wurzeln haben. Denn es bringt nichts, wenn ihr Pfahlwurzel, Unkraut oben abschabt, die kommen dann sowieso wieder. Die müsst ihr im Ganzen rausziehen. Und gerade Ampfer hat übelst tiefe Wurzeln. Dann gibt es hier Löwenzahn, der geht noch, der ist im Verhältnis aber nichts zu Ampfer. Also Ampfer kann bis zum halben Meter tief sitzen, je nachdem, wie groß die Pflanze oben ist. Und Disteln, die sind natürlich spitz, die hacke ich immer oben erst ab und buddel dann einmal kurz mit dem Spaten nach, eben Erde anlockern und raus. Und wenn ihr die Erde dann nicht abschütteln könnt, naja, dann geht halt das ganze Stück Erde inklusive Wurzeln weg. Hier haben wir die Wurzel von einer Distel, ne? Habe ich hier vorhin rausgerissen. Und da habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, dass die gar keine Pfahlwurzel hat. Ne? Also vergesst das bitte. Distel hat natürlich auch eine Pfahlwurzel, die auch relativ lang ist. Sonst würde sie auch nicht so standfest stehen. Dementsprechend auch da einmal mit dem Spaten nebenher kurz umrücken und dann habt ihr sie raus. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich immer Probleme mit Kaninchen habe. Auch dieses Jahr wieder. Hier stehen eigentlich so kleine Zieraliums, aber seht ihr das? Die fressen das komplett ab. Da ist leider nie was dran. Also ich muss hier auf jeden Fall für Pflanzen sorgen, die Kaninchen nicht mögen. Und jetzt muss erstmal hier die große Distel noch weg, denn dann haben wir es geschafft. Also Baum fällt. Die Distel ist mittlerweile aufgeladen. Eine Karre voll Unkraut und schaut euch das mal an. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier wächst noch ein Gras. Dann haben wir da Funkien, die wachsen hier nämlich ganz gut. Außer ein paar Schnecken frisst die sonst niemand was an. Ich habe gerade noch eine gefunden, die pflanze ich da gleich noch ein. Steht da schon passend. Dann haben wir hier die Popoglöckchen, heißen sie, glaube ich, in Rot. Da werde ich noch irgendwas zwischen machen. Das hier sieht natürlich jetzt sehr trostlos aus. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Hier haben wir eine Herbstanemone. Dieses Ziergras hier war ein absoluter Fehlkauf. Das sieht eher aus wie Unkraut und nicht wie ein vernünftiges Gras. Dann haben wir hier Bodendecker, die einfach ein bisschen mehr Wasser brauchen. Das mit dem Allium weiß ich ja jetzt, das funktioniert hier nicht. Die kommen also hier wieder weg. Dann werden wir das Beet hier sozusagen einmal neu bepflanzen. Können wir gerne in einem der nächsten Vlogs machen, dass wir das wieder zu so einem richtig schönen Blütenmeer machen. Dann habe ich hier noch den China-Schilf. Der muss auch noch irgendwo eingepflanzt werden, aber für hier ist der viel zu groß, weil China-Schilf wird locker 1,50. Der wird also hier irgendwo alles abdecken. Und dann haben wir hier auch mal eben schnell das Unkraut weggemacht. Bis dahin und hier wächst auch wieder eine Funke und da sieht man, die fressen die Kaninchen nicht an. Das hier ist Schneckenfraß, aber da kann man ja was gegen machen, wenn ich jetzt weiß, dass sie hier irgendwo sind. Und sonst sieht das Ganze hier ganz gut aus. Das hier ist eine Rispenhortensie, die dieses Jahr das erste Mal wiederkommt. Die kommt aus dem Garten von meiner Mutter. Und hier haben wir verschiedene Ziergräser, die sich schon gut ausbreiten. Das heißt, da werde ich immer was abstechen und die an verschiedene Stellen umsetzen. Und schon mal haben wir hier einen Abschnitt einfach wieder fertig gemacht. Und wenn hier jetzt neue Blühpflanzen drin sind, dann wird das hier auch wieder eine richtig schöne Ecke sein. So ist das manchmal. Man sollte im Garten auf jeden Fall immer mal was tun. Denn wer das zu lange schleifen lässt, der hat eine Mordsarbeit vor sich, wie ich jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und im nächsten Video werden wir dann das Beet noch bepflanzen bzw. noch verschiedene andere Gartenarbeiten machen. Und ich muss mich jetzt erstmal um eine Leiter kümmern, dass der Baum dann noch fertig wird. Und natürlich auch alles, was unten drunter liegt, wieder wegkarren. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann. Ciao, ciao.